Der Olympische Sportclub Berlin ist einer der traditionsreichsten Sportvereine unserer Stadt. Aus dem einzigen Dorfverein ist im Laufe der Jahrzehnte einer der großen Berliner Sportclubs geworden. Bereits in den vergangenen Monaten verfolgten wir fleißig die verschiedensten Jubiläumsveranstaltungen und zeigten, was der Verein so alles zu bieten hat. So das ganze Jahr ist unter dem Motto 125 Jahre Jubiläumsjahr so gestaltet. Die Abteilungen führen unterschiedliche Veranstaltungen durch. Und heute ist nun die große Feierlichkeit hier. Heute wird gegessen, getrunken und karibisch in die Nacht gefeiert. Und zu dieser festlichen Sommernachtsveranstaltung lud der OSC mehr als 300 Mitglieder, Freunde und Partner ein. Versorgt wurden dabei alle Gäste mit reichlich Unterhaltung, delikaten Speisen und bestechendem Wetter. Neben den vorzüglichen Rahmenbedingungen wurde aber auch einmal mehr die große Bedeutung der ehrenamtlich Aktiven im Verein hervorgehoben, die sich eben über das normale Maß hinaus mit ihren Ideen und viel Herzblut in das Geschehen einbringen. Sie sind mit ihrem freiwilligen Einsatz immer noch die größte Stärke des Berliner Sports. Das Wichtigste an so einem Verein sind ja die Menschen, die sich für diesen Verein engagieren. Und die professionelle Unterstützung, die wir dort jetzt mit haben, das ist auch ganz wichtig, dass man dort wirklich Entlastung hat. Denn man muss sagen, also 1-2 Stunden braucht man bestimmt am Tag, wo man sich einbringen muss in so eine ehrenamtliche Arbeit. Ganz ohne Sport blieb aber auch dieser Abend nicht. Dafür steckt der Verein zu tief drin im Breiten- und Spitzensport. Bestes Beispiel dafür sind diese beiden Akteure. Katja und Dimitri sind Vorzeigeathleten des Olympischen Sportclubs und legten zum Höhepunkt der Veranstaltung wie gewohnt eine heiße Sohle aufs Parkett und bestätigten ihr momentanes Niveau. Also letzten Monat im Mai, da hatten wir ein großes Turnier in Blackpool in England. Also das gilt als das allergrößte Turnier überhaupt. Also da treffen sich die Besten der Besten, Profitänzer, und da sind wir in die Top 48 reingekommen. Also gehören wir praktisch zu den Top 48 besten Paaren der Welt. Und auch zu den jüngsten Profitänzern wahrscheinlich. Ja, sie ist ja gerade mal 22. Das Jubiläumsjahr ist damit natürlich noch nicht beendet. Bis in den Dezember können alle Fans des OSCs weiter ordentlich mitfeiern und zum Beispiel beim internationalen Eishockey-Event im August die volle Ladung Berliner Sport abgreifen. Und sollten Sie sich bis dahin nicht gedulden können, dann machen Sie es doch einfach wie die Damen und Herren des Sommernachts-Events. Tanzen Sie einfach immer weiter.